Was habe ich eben eigentlich schon alles erzählt? Ich würde nochmal so schwul in die Hände klatschen, bevor ich anfange zu reden. Ja, genau, das ist... Fuck! Und das, Luft rausgelassen. Ich würde sagen, das kostet jetzt keine Energie. Meinst du, das Gewicht steht eigentlich da nachher auch in deinem Starterbuch? Ich hoffe nicht. Okay, ich muss mal so ein bisschen. Chang meinte gerade, das ist schon viel besser als. Es fühlt sich viel besser an. Ich fühle mich viel gerader. Alle können klar die Schuhe machen. Da fühle ich mich viel gerader, viel sicherer. So Freunde, erster Aufwärmsatz Kreuzheben. Ich mache das Ganze kurz, gibt jetzt einmal hier 80 Kilo, ein bisschen warm machen und dann gibt es 117,5. Den Kreide haben wir gefunden, deswegen es sollte jetzt um einiges besser gehen. 3 Sätze noch, 7 Wiederholungen, geschmeidig. Im Fußgelenk. Ich glaube, ich habe mich gerade eben beim Beugen vielleicht ein bisschen überdehnt oder so. Leichtes Zwicken. Mal gucken, ob wir den nächsten Satz. Ich denke, wir werden ihn durchziehen. Aber schon. So Leute, das war der letzte Satz. 4x7, 120 ist drin. So, ich bin jetzt ernsthaft am Erwägen, Frontsports ausfallen zu lassen. Aufgrund des Fußgelenks.
und direkt zur Isolationsübung zu gehen. Ich denke mal, das werde ich auch machen, weil so schlimm ist das gar nicht. Es ist jetzt halt einfach so dann kein Erholungstag, kein Deload-Tag. Einfach ein Tag mit etwas weniger Volumen dann für den Quadrizeps. Vor allem die Fortbeugen ist jetzt auch erst die dritte Übung. Sprich, wir haben schon zwei Hauptübungen für den Quadrizeps durch. Deswegen ist das halb so wild. Vor allem, wir haben hier 120 gemacht. Ja. Also ein bisschen was mehr. Und Daniel, du kannst ja mal den Leuten erzählen, wie du das machst in deinem Training. Du erhöhst einfach immer um 60% Volumen und dann die Woche danach wieder runter? Only Hardcore. Alles klar. Okay, auf jeden Fall. Hardcore Mentalität, Hardcore-Typ und so. Und, ja. Ich musste dabei lachen, Alter. Dein CS-Team hat verloren, Charlie. Da bin ich nass. Ne? Da werde ich richtig nass. Das ist schon ein bisschen abartig jetzt. Ja, okay, dann nicht. Das ist schon eigentlich mal gar nicht mehr so geil. Wie war das? Ne, so muss das. Fühlt sich irgendwie angepisst, wenn ich nur diese Visage sehe. Ne? Das ist schon ziemlich ekelhaft. Sauber. Ich mich wundert, dass ich hier keinen Schweißfleck habe. Ich manchmal einen. Ich glaube bei den grauen T-Shirts. Aber heute schwitze ich auch. Gerade eben habe ich ein bisschen mehr geschwitzt. Zu viel Pause gemacht. Aber im Arsch schwitze ich. Voll gut. Ballert. Brauchen wir den zweiten auch? Ja, den brauchen wir auch. Der ist wichtig. Jeder Bizepssatz ist ein Ehrensatz. Das sind richtig belesene Sätze. Und für den Bizepsblaster? Ja. Link in der Beschreibung, Freunde. Dann wird's diese Arschschweiß. Kennst du diesen schönen Eier-Schweißgeruch? Der steigt mir gerade hier. Genau, fass mich an, während ich. Das ist sehr geil eigentlich. Den habe ich gerade auf jeden Fall in der Nase. Der steigt mir gerade hier so empor. Und das bedeutet meistens, meine Freunde, ciao, dass das Training langsam dem Ende zugeht. Das mache ich immer daran, davon abhängig, wie stark mein Moschusgeruch dann doch geworden ist. Cut! Nee, Spaß, meine Freunde, wir cutten hier gar nichts. Auf jeden Fall ist es so, ich habe jetzt meine Bizeps-Curls noch nicht ganz durch. Es kommen noch zwei Sätze. Ich habe heute den Content eher auf Kniebeugen und Kreuzheben gehalten. Wir haben die Frontkniebeugen ausgelassen. Danach haben wir noch Beinbeuger isoliert trainiert. Den Bizeps weggeknallt. Und scheiß mal heute auf Waden, meine Freunde. Heute ist kein guter Tag. Auf jeden Fall ein gutes Workout trotzdem reinbekommen. Kniebeugen haben auch nicht geballert, Kreuzheben ebenso. Und die Curls, die sind natürlich Standard. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Auf ihn schlecken. Ballert. Richtig sick. Richtig sicke Angles hier, die gehittet werden. Du musst richtig love to the weights machen. Richtig love to the weights. Nicht so viel zu trinken. Das sieht nur so aus. Das ist einfach, weil ich den Winkel, während ich mache, verändere ich den, dass ich noch mehr Hypertrophie für den Bizeps habe. Dynamischer Bizeps. Und nach dem Training gönne ich mir Markus Rühl Protein-Muffin, damit das auch alles schön wächst. Aber die sind schon mit Thunfisch, ne? Die sind dann schon mit Thunfisch. Nein, du kennst Markus Rühl Protein-Muffin nicht. Er kennt Markus Rühls Protein-Muffin nicht. So, du nimmst einen Proteinmuffin, tust dir den Mixer, Eiweißpulver und Milch drüber und mixst das und dann trinkst du das. Das ist Markus Rühls Proteinmuffin. Kannst du auch. Nervt jetzt nicht. Ich krieg einen schwarzen Balken in mein Gesicht.
kriegst einen schwarzen Penis in dein Gesicht. Ja! Ja. Okay. When the photographs we took were not enough, I'm telling you, baby, I'll be right here by your side, saying everything's alright. My life.